beteiligt auch Beamte der GSG 9 und mehrerer Spezialeinsatzgruppen. Vor knapp 20 Jahren brachen mehrere Männer ins Diamantenzentrum in Antwerpen ein, knackten über 100 Schließfächer und entkamen mit einer Beute im Wert von rund 100 Millionen Euro. Wie wir heute wissen, war dieser Mega-Coup von sehr langer Hand geplant und schaffte es sogar ins Guinness-Buch der Rekorde. Alles begann 2 Jahre vor dem Überfall, als der Drahtzieher der Bande Leonardo Notarbartolo sich ein Büro und ein Schließfach im Diamantenzentrum angemietet hatte. Dadurch hatte der 51-jährige Italiener freien Zugang zum Gebäude. Während seiner als Diamantenhändler getarnten Besuche nutzte der Berufsdieb eine versteckte Kamera im Kugelschreiber, um den Grundriss des Tresorraums im Untergeschoss auszuspionieren. Dieser genaue Plan ermöglichte es der Bande, den größten Diamantendiebstahl aller Zeiten durchzuführen. Wie es dazu kam und wie es danach weiterging, werden wir in diesem Beitrag näher beleuchten. Die Bande plante monatelang den Überfall ihres Lebens auf das Diamantenzentrum, in dem täglich Diamanten im Wert von mindestens 200 Millionen Dollar gehandelt wurden. So wurde das Zentrum rund um die Uhr von tausenden Kameras und einer Sicherheitswache überwacht. Nur Sicherheitsfahrzeuge durften durch die Metallpoller passieren und die Straßen für den öffentlichen Verkehr waren geschlossen. Im Zentrum waren hunderte ahnungslose Diamantenhändler ansässig, die sich sicher fühlten, während die Diebe im Geheimen ihren Plan schmiedeten. Im Diamantenzentrum befand sich damals einer der sichersten Tresorräume der Welt. Es gab 10 Sicherheitsschichten, die unter anderem von Infrarot-Wärmedetektoren, einem Magnetfeld und einem seismischen Sensor für Bewegungen geschützt wurden. Die Bande umging jedoch das hochkomplexe Sicherheitssystem auf einfachste Weise. So schalteten sie den Infrarot-Bewegungsmelder mit Haarspray aus und legten die Schalldetektoren mit einfachem Sprühschaum lahm. Den benötigten Hauptschlüssel für den Tresorraum nahmen die Diebe einfach aus dem Vorraum, der dort ungesichert herumlag. Das durch 100 Millionen mögliche Zahlenkombinationen gesicherte Zahlenschloss hatten sie vermutlich mit einer simplen Kamera ausgespäht. So überlisteten sie auch den teuren Infrarotsensor für Körperwärme mit einer Styroporplatte und verdeckten den Bewegungsmelder mit einer Styroporbox. Das mit großem Aufwand eingebaute Sicherheitssystem versagte am Ende gegen Sprühschaum und Styroporplatten, die für nur wenige Euro zu haben waren. Die Einbrecher benutzten auch einen selbstgebauten Bohrer, um die Schließfächer zu öffnen. So konnten sie innerhalb von 3 Minuten jedes Schloss knacken und in 4 Stunden 109 von insgesamt 189 Schließfächern plündern. Die gestohlene Beute bestand aus Gold, Juwelen, Diamanten und Bargeld und hatte einen geschätzten Wert von rund 100 Millionen Euro, obwohl Experten auch von bis zu 400 Millionen Euro redeten. Die Diebe verluden die gestohlene Beute in ihre Taschen und Seesäcke und luden sie dann in ihr Auto ein. Den Großteil der Beute ließen sie jedoch zurück, da sie vermutlich keine leeren Taschen mehr hatten, um alles wegzutragen. Am Ende nahmen sie noch alle Videobänder aus dem Überwachungsraum mit, um ihre Spuren zu verwischen. Anschließend eilten Leonardo, der Anführer der Bande, und einer seiner Mittäter nach Brüssel, um die mitgenommenen Beweise zu vernichten, die sich in einem Müllsack auf dem Rücksitz befanden. Der Rest des Teams war bereits auf dem Rückweg nach Italien mit den gestohlenen Edelsteinen. Leonardo hielt an einem Feldweg an, um eine gute Stelle für die Verbrennung des Müllsacks auszukundschaften. Doch als er zurückkam, hatte sein nervöser Mittäter den Inhalt bereits auf dem matschigen Boden verschüttet. Überall lagen nun Papierschnipsel, winzige Diamanten, zerstörte Videokassetten und Bargeld verstreut herum. Da es Stunden an Arbeit bedeuten würde, alles aufzusammeln und zu verbrennen, entschieden sie sich dafür, ins Auto zu steigen und einfach wegzufahren. Dies sollte sich später als ein entscheidender Fehler herausstellen. Denn obwohl die Ermittler den Diebstahl erst knapp 2 Tage später entdeckten, wurde der Müll der Diebe auf dem Grundstück schon früher gefunden. Ein örtlicher Bauer, dem das Grundstück gehörte, rief die Polizei wegen illegaler Entsorgung auf seinem Grundstück an. In dem Müll fanden die Beamten dann Papierschnipsel, die zusammen eine Rechnung für eine Überwachungsanlage ergaben, ausgestellt auf Leonardo, den Anführer der Bande. Die DNA, die an einem angebissenen Salamibrot auf dem Boden gefunden wurde, belastete ebenfalls den Italiener. Durch die Auswertung eines Kassenbons konnten die Ermittler in Leonardos Wohnung 2 weitere Mittäter identifizieren.
Das Datum auf dem Bon stimmte mit einem Überwachungsvideo aus einem Supermarkt überein, auf dem zwei weitere bekannte Diebe zu sehen waren, deren Spezialität Einbrüche sind. In Leonardos Wohnung fanden die Ermittler auch winzige Diamanten in den Teppichfasern, die denen im Müll entsprachen. Außerdem entdeckten sie eine SIM-Karte, die einem der Mittäter zugeordnet werden konnte. Die Telefonaufzeichnungen der Karte zeigten Anrufe in der Nacht des Diebstahls von Sendemasten in der Nähe des Diamantenzentrums. Von den 7 verschiedenen DNA-Spuren, die im Tresorraum gefunden wurden, konnten somit 4 zugeordnet werden. Und für all diese Spuren war der Auslöser der Müll, für den die beiden zu faul waren. Um nicht in Verdacht zu geraten und nicht als jemand zu gelten, der das Gebäude nach dem Diebstahl nicht mehr betrat, kehrte Leonardo 5 Tage später noch einmal nach Antwerpen zurück, um den Mietwagen zurückzugeben. Doch als er das Diamantenzentrum betrat, wurde er schon erwartet, so verhafteten ihn Sondereinsatzkommandos auf offener Straße. Er schwieg gegenüber der Polizei und der Staatsanwaltschaft während seiner Untersuchungshaft und wurde im Jahr 2005 vom Berufungsgericht in Antwerpen zu einer 10-jährigen Haftstrafe verurteilt, obwohl die Höchststrafe für Diebstahl in Belgien normalerweise 5 Jahre betrug. Da er als Drahtzieher und Kopf der Operation galt und darüber hinaus nicht aussagte, erhielt er eine höhere Strafe. Sein Mittäter Elio bestritt jegliche Beteiligung an dem Einbruch, trotz seiner Fingerabdrücke auf dem Klebeband im Tresorraum, welches den Lichtsensor abdeckte. Er wurde nach Belgien ausgeliefert und zu einer 5-jährigen Haftstrafe verurteilt. Ein weiterer Mittäter erhielt ebenfalls eine 5-jährige Gefängnisstrafe wegen dem Überfall. Die Freundin von einem der Mittäter, der noch unbekannt war, besaß zu der Zeit ein Anwesen an der französischen Riviera. In ihrem Haus fanden die Beamten einige 100-Dollar-Scheine, die dem Tresorraum des Diamantenzentrums zugeordnet werden konnten. So wurde er schließlich im November 2007 in Italien verhaftet und ebenfalls zu 5 Jahren Haft verurteilt. Die genaue Anzahl der Männer, die in den Tresorraum eingedrungen sind, ist bis heute nicht bekannt. Die Polizei schätzte, dass 4 bis 5 Männer beteiligt waren, von denen einer draußen Schmiere stand. Heute sind sie alle längst wieder auf freiem Fuß, doch die Beute in Höhe von 100 Millionen Euro wurde bis heute nie gefunden. Seit seiner Freilassung befindet sich Leonardo in einer schwierigen Lage, obwohl er nun ein Vermögen besitzt. So kann er mögliche Erlöse aus dem Verkauf der gestohlenen Diamanten nicht genießen, ohne aufzufallen. Obwohl es einfach wäre, die Diamanten nach minimaler Bearbeitung mit neuen Zertifikaten wieder auf den Markt zu bringen, würde er sofort in den Fokus der Behörden geraten. Nach seiner Entlassung versuchte er auch, die Rechte an der Geschichte des Raubs zu verkaufen, indem er sie stark übertrieb. So erzählte er, dass der Überfall von einer Gruppe jüdischer Diamantenhändler in Antwerpen in Auftrag gegeben worden war, um die Versicherungssumme zu kassieren, obwohl in Wahrheit nur ein kleiner Teil der Beute versichert war. Außerdem erzählte er, dass der Tresorraum in einer Lagerhalle nachgebaut wurde und sie immer wieder im Dunkeln in der Attrappe geübt hätten, obwohl sie laut den Ermittlungsakten den Lichtsensor mit handelsüblichem Klebeband abklebten und es somit keine Notwendigkeit dafür bestand. Trotz all der Geschichten und Lügen bleibt die Wahrheit, dass Leonardo und seine Bande einen der größten Diamantenüberfälle in Belgien gemacht haben. Was sie am Ende mit ihrer Beute von 100 Millionen Euro machten, werden wir wohl nie erfahren.